Herzlich willkommen zurück, euer Rubbelkaiser ist wieder am Start zum rubbeligen Sonntag. Oh ja, und zwar dieses Mal wieder online mit Glücksteufelchen. Wir fangen auch gleich mit dem Glücksteufelchen an. Werden wir mal kurz wegrubbeln. Mal gucken, ob wir was finden werden. Ach ja, falsch gerubbelt. Ich muss ja da erst suchen. Wir suchen die 20 und die 5. Fangen wir mit dem Teufel an. Mal gucken, ob wir was finden. Ja, nein. Da, die 17 ist noch, aber bringt uns leider gar nichts. Okay. Holen wir uns gleich ein neues Glücksengelchen. Und ach, ich. Ja, 7 und eine 21. Habe ich ja noch Glück gehabt. Wir suchen eine 7 oder eine 21 und finden leider gar nichts. Okay. Wir haben aber noch. Können ja noch weiter ein bisschen rubbeln. Mal gucken, ob wir. Ach, was ist los? Was ist los? Wir suchen eine 15 und eine 18. Wir finden eine 12, eine 17, eine 3, eine 11 und eine 19. Brauchen wir alles leider nicht. Schade. Vielleicht kann das Glücksengelchen jetzt noch ein bisschen nachlegen. Wir suchen eine 14 oder eine 7. Finden eine 15 leider. Eine 17 bringt aber nichts. Echt schade. Nun denn. Verdammt! Was soll denn das? Ey. Glücksteufel. Ja, jetzt wird Zeit. Wir suchen. Eine 5 haben wir gefunden. Finden wir auch noch eine 13. Wie schaut's aus? Finden wir eine 13 mit 3? Eine 11. Dann, dann, dann. Heißt der, machst du 5 Lose auf, kriegst du 2 Euro. Was denn das für ein Schrott? Komm schon, 24 und 3. Wie viel Kohle habe ich denn überhaupt noch? Gut, haben 15 Euro. Wir haben die 3 gefunden, haben 4 Euro. Ja, ist immerhin etwas. Aber kam spät. Dö. Ich weiß nicht, ob wir noch weiter rubbeln sollen. Wir gucken noch einmal rein in so ein Teufelchen. Wir suchen die 1 oder die 16. Finden die 14, die 21, die 13 und die 15. Okay. Alles zwischendrin, aber ja, keine 16. Ja, ist klar, Digga. Ist klar. So, wir suchen. Ach, ein Engelchen geht noch. Vielleicht finden wir jetzt was. Wir suchen eine 8 und die 22. Finden eine 13. Eine 11. Und eine 14. Eieieiei. Okay, ein Teufelchen noch und dann wechseln wir kurz das Los. Wir suchen die 22 und die 7. Und die 7 haben wir getroffen. Finden wir auch noch die 22? Natürlich nicht. Warum denn auch? Dann, dann. Okay, okay. Vielleicht noch ein Engelchen, weil letztens waren ja auch 2 Hits nebeneinander oder hintereinander. Wir suchen die 9. Ah, wir haben keine 3000 Euro gewonnen. Was soll denn das? Teufelchen, so geht das aber nicht. Eine 12 und eine 16 suchen wir. Und wir wollen jetzt aber das Los dann wechseln. 12, 16, ach, 2 Euro. Ernsthaft? Ernsthaft? Was soll das? Suchen wir ein schönes Rennen. Dann, dann, dann. Und das ist ja ganz lustig eigentlich. Wir rubbeln ein Hähnchen auf und das muss durchrennen. Metallnaht. Nicht im Heuballen stecken bleiben. Drüber, aber. Sinkt das ins Wasser ab? Na komm schon, Hühnchen. Komm! Platsch. In die tiefsten Grotten reingehüpft. Und das Hühnchen kommt nicht über die Heuballen. Nein, hat nicht fliegen gelernt. Oh Mann, willst du mich verarschen? Was soll denn das? Da willst du doch nur ein paar Hähnen rüberbringen zum goldenen Ei. Und das geht nicht. Nein, sie gehen lieber schwimmen bei diesem heißen Wetter. Oder auch kalten Wetter, je nachdem, was gerade bei euch ist. Bams. Ja, voll mit dem Schädel rein. Ja, passt eh für die Hühnchen, ja. Hat mir nichts gegeben. Bams. Und nochmal. Das gibt aber jetzt früh auf, das Hühnchen. Jetzt hüpft doch rüber. Hühnchen, was ist los? Bumm. So,
Los Nummer 3. Ich denke aber, jetzt muss was hitten, weil ja, das kann ja nicht sein. Das kann nicht sein. Ich meine, das Hinrennen läuft ja schon offline nicht. Kann ja nicht sein, dass das jetzt online auch nicht mehr läuft. Offline? Off, ja. Ah! 6 Euro? Okay. Nochmal drüber, dann bin ich zufrieden. Aber es säuft ab natürlich. Warum sollte es auch durchgehen? Ach, du blödes Chicken, du. Komm doch rüber einfach, springen. Na, dann, dann, dann. Ja. Komm, das kann doch gar nicht so sein. Komm, Hühnchen, spring. Es hat doch einmal geschafft zu springen. Das zweite Mal kann doch nicht einfach abkühlen. Ach, Hühnchen 3, spring doch, mein liebes Hühnchen. Chicken. Ah. Mensch, Huhn! Spring doch! Da! Nein, es gammelt im Heuhaufen. So. Ein Hühnchen geht noch. Vielleicht können wir da noch einen Rubbel los starten mit 2 Euro. Mal gucken. Autsch! Böses Hühnchen. Nächstes Hühnchen. Spring, 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 spring! Hühnchen! Starte! Keine Tauchstation. Nein, 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 nein. So geht das nicht. Last but not least, wir haben das letzte Hühnchen und springen rüber. Zu blöd zum Springen, diese Hühner. Es wird ja bald wieder kühl in spätestens 2-3 Monaten. Hoffen wir es. Oder hoffen wir nicht. Je nachdem, wie ihr halt Sommer wollt. Aber jetzt müssen wir aber hitten. Weil mit 1 Euro, weiß ich, kann ich brieflos sicher spielen? Ich glaube nicht. Dreimal ein Geldbündel. Leute. Ich glaube, das war viel. Das waren 9 Euro. Und finden wir hier auch noch was? Na, wie schaut's aus? Das kann doch nicht sein. Komm. 6. 15. 3. Scheiße. Da, dann, dann, dann. Das ist Cool Cash. Oh, können wir vielleicht doch mal nochmal rubbeln? Oh, jetzt keine Geldbündel. Was klingt da? 25. Die 15. Die 9. Die 6. Die 3. Und das war's auch schon. Oh, 25? Schade. Aber vielleicht haben wir mit Cool Cash mehr Glück aus mit Dings, mit Händen. Bonusspiel lassen wir noch ein bisschen. 6. Die 6. Das könnten locker 6 Euro werden. 15. 6 Euro auf jeden Fall. Und was verbirgt sich hier? Bändelbündel? Bündel? Oh yes, Baby! Cool Cash! Du läufst! Aber sowas von! Ja, bin ich wieder auf 19 Euro hoch. Ist doch schön. Boah, Ostern ist zwar lange her, aber. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Kauf mir ein Löschen. Die Gans können wir leider nicht rubbeln. Obwohl sie eigentlich zum Rubbeln gut ausschauen würde. 25. Wir haben die 4, die 6. Zum Rubbling-Sonntag. 4, 4, 4. Oh, yes, baby. Yes! Dun, dun. Ja, jetzt sind wir schon wieder auf 21. Nöchenlöslein. Die 2 könnten locker 2 Euro werden. Das könnten locker 2 Euro werden. Es könnten auch 4 Euro werden. Es könnten auch 2 Euro werden. Ja, ein Freispiel. Immerhin. Immerhin könnte man sich ja mehr beschweren. Hol mir die große, goldene Schatztruhe, würde ich sagen. Trubel mit, Trubel mit. Yes, baby. So. Wir holen uns die goldene Schatztruhe. Die habe ich schon lange nicht mehr gerubbelt. Rubbel, Löschen, was sagst du zu mir? Wir haben eine 6, eine 25, eine 100. Die 25, nochmal die 100 und die 6 könnten locker 6 Euro werden. Komm, 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 komm. Nein. Ich habe auch nichts übersehen. Okay, Bonusspiel. Freilos. Diamanten. Oh, das ist ein interessantes Los. Mit dreimal. Okay, los, los. Oh, ich brauche doch keine Krone. Die habe ich schon auf dem Kopf. Brauche ich ja nicht so. Das kann ja nicht sein. Das Los kostet 3 Euro. Krone.
Okay, auf dem Bonusspiel haben wir mal nix. Schatztruhe, was ist los? Na, 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 7000, 3, 100, 25, 6, 3, 9. Nein! Darf nicht sein. Komm, einmal geht noch. Wir müssen doch einmal hitten. Da, Diamant. Noch ein Diamant. Und noch ein Diamant. Leute, wir haben schon wieder 9 Euro errubbelt. Können wir das noch steigern? Ich weiß gar nicht, wie die los... Ach ja, ich vergesse das jedes Mal. Ich kann hier hinten nicht reinschauen. 9? Noch schade. Es bleiben bei 9 Euro. Dun, dun, dun. Aber wir sind wieder ein bisschen mehr im Plus. Nein, sind wir nicht, oder? Böse Schatztruhe. Gibst du mir ein Freilos? Nein, gibst du mir nicht. Gibst du mir 12 Euro? 12. Und... Ah. Nein, nein. Die Schatztruhe will nicht. Böse Schatztruhe. Ganz, was soll denn das eigentlich? Du musst doch droppen. Eine Truhe. 100 Euro. Haben die 100 Euro vorbeigeschrubbt. Wir haben 3, wir haben die 6. Wir haben nochmal die 6. Das werden doch 6 Euro, hoffe ich. Oder 3. Oder 3. Jetzt werden 3 Euro. Dang, dang, dang. Es gibt ja auch ein Brieflos, habe ich gesehen. Also, hey, machen wir mal ein Brieflöschen auf. Komm. Njams. Njams. Was finden wir? Leider kein Gewinn. Okay, neues Brieflos. Kann ich mir die aussuchen? Echt? Geil. Blaps. Blaps. Ein Bonusspiel. Dam, 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 bam. Boah, was ist denn das für ein Bonusspiel, Leute? Wenn ich ein Bonusspiel habe, will ich auch gewinnen. Was soll ich mir ein Bonusrad, wenn leider kein Gewinn dabei ist? Und noch einmal. Komm. Ein Freilos. Na, toll. Jetzt hast du zwei Bonusräder und ein Freilos. Was soll denn das eigentlich? Ein Euro. Krass, ey. Kann hier gar nicht sein. Komm. Kriegen wir noch mal einen vernünftigen Gewinn ran? Nein, wir kriegen einen weiteren Euro. Bringt natürlich null. Was soll denn das? So ein Euro Gewinn ist eigentlich ein Hohn. Ein Bonusspiel. Ach du heilige Scheiße. Schafft das dritte Mal Bonusrad irgendwas? Komm schon! Warum sollte es auch was schaffen? Ey, ist das Bonusrad überhaupt echt oder denkt er sich, nein, nein, heute gebe ich dir nichts. Nein, warum denn auch? Ein Bonusspiel. Wir haben das fünfte Mal Bonusspiel und wenn jetzt nochmal leider kein Gewinn kommt, dann war es das aber. Nö, wir kommen freilos, natürlich. Und in dem Freilos ist dann wieder ein Bonusspiel. Na, komm. Badam. Nein. Hätte auch gleich leider kein Gewinn kommen können. Wir können aber, weil jetzt ja eh kein Gewinn war, ein Rubbellos ja noch öffnen. Nips. Oh. Nochmal eine Glückshexe starten. Oh ja. Dam, dam, dam. Zum rübeligen Sonntag, wir machen unser Spiel. Haben eine Hexe und einen Totenkopf. Oh, einen hübschen Kader eigentlich. Wir haben einen Baum für 30.000. Eine Krähe für 100 Euro, ey. Und warum habe ich keine Krähe? Wieso habe ich eine komische Fledermaus und eine Katze, was mir nichts bringt? Ich habe gar keine Fledermaus und keine Katze. Sad life. So, nun denn. Kaufen. Kostet 2 Euro das Los. Eine Hexe und wieder einen Totenkopf. Ey, wir kriegen immer das gleiche. Kra, kra, kra. Paum, paum. Paum, bums. Kessel. Schön. Ein Geist. Oh. Ein Kürbis. Und ein Hexenhut. Da haben wir auch immer das gleiche Symbol, ha? Wenn man das dritte Mal das gleiche Symbol hat, denke ich mir auch, was, ey. Haben wir nochmal? Nein, wir haben sogar was anderes. Ein Besen und einen Totenkopf. Keine Hexe mehr. Okay. Wir haben den Geist. Wir haben eine Hexe. Jetzt dürfen wir die Hexe brauchen. Was ist los? Die hätte sogar 30 Euro gedroppt. Ein Kessel für 4 Euro. Okay.
ein Kürbis für 2, ein Baum für 10 und eine Fledermaus für 6. Also Glückshexe, ich weiß ja nicht, ob das wirklich eine Glückshexe ist oder eine Teufelshexe. Das, 4 Lose schon. 4 Lose, ein Kürbis, eine Fledermaus. Kann ja nicht sein. Da, nein. Natürlich nicht, hier ist nur eine Hexe und ein Hexenhut. Eine Krähe, eine Katze, ein Baum. Willst du mich verarschen, Junge? 3 Euro, wir müssen jetzt was hitten oder wir müssen noch einen Rubbel losöffnen. Da haben wir alles weggerubbelt, was nur wegrubbeln ginge. Ein Mond, eine Hexe, komm. Eine Hexe, eine Katze und eine Fledermaus. Ist klar, ein Kessel, ein Totenkopf. Mond? Ja, mal gucken, was. Die 2 Euro sind weg. 6 Euro. Hat lang gedauert, muss ich sagen. Aber immerhin 6 Euro. Wir sind trotzdem 3 Euro im Minus. Komm! Eine Katze, Mond. Eine Kra. Ein Kessel, eine Kra. Schrott. Es ist nur Schrott. Was soll denn das? Da, muss ich die Katze noch fertig aufrubbeln. Bringt nur leider nichts. Da. 1 kaufen wir noch. Mal gucken, ob wir was finden werden. Eine Katze, ein Mond. Nein. Ah, jetzt ist schon wieder egal, Leute. Jetzt ist schon wieder egal. Was soll denn das? Bei 3 Euro kannst du ja auch noch mal eins kaufen. Hey, Digga. Ah, ein Kürbis, eine Hexe. Ein Kürbis, und kommt noch eine Hexe? Nein, natürlich nicht. Bam, bam, bam. Aber die Hexe ist jetzt nicht unbedingt eine Glückshexe, muss ich sagen. Was zählt denn das? Eine Katze, ein Kürbis. Wir treffen auch nur ein Symbol. Damit liegen wir jetzt bei 5 Euro. Was machen wir denn an Rubbling Sonntag jetzt noch? Ein Crossword. Wir spielen Crossword und können jetzt aussuchen, für wie viel Euro wir spielen. Maximal für 3. Ich würde sagen, da wir ein bisschen Crossword Spaß haben wollen, spielen wir mit 1. Und beginnen mit dem Buchstaben O. Und haben den 3-mal sogar. Den Buchstaben Q gar nicht. Den Buchstaben Y überhaupt auch nicht. G haben wir auch 3-mal. Schön. Das J. Never. Ein H. Oh, das haben wir 2-mal. Ja, immerhin. Ein M. Einmal. What the hell? Ein N. Boah, das haben wir aufgehabt. Ich habe keine Ahnung, wie oft, aber hey. Ein S. Bei der 7. Okay. Ein U. Ich meine, ich kann hier nichts übersehen. Das ist halt. Ja. Hier ist Adlerauge maschinell. Ein T haben wir noch. U. Ein X. Was ist denn das? X war doch mal nix. Ein B. Ah, das ist ein paar Mal. Ein R. Wir haben ein Wort. Ruhm. Schön. Und ein L. Haben wir 2 Wörter. Bringt leider nichts mehr. Wir haben erst ab 3 Wörter was. Wir spielen noch eine Runde. Wir suchen wieder. Wir suchen Rit, Ego, Notebook. Mal gucken, ob wir irgendwas freikriegen. Ein C. 3-mal schon. Ein B. Haben einmal. Ein J. Haben wir auch einmal. Cool. Ein U. Haben wir auch was. Ein K. Auch einmal. Und V. Ist das die einerlei Reihe? Okay, C haben, hatten wir 3-mal. Aber Gott sei Dank nur einmal alles. Z. Never. Ein H. Oh, 3-mal oder so. Ein T. Heilige Scheiße. Ein Q. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, wir hatten hier noch keine Wörter mit Q. Debo könnte man vielleicht bekommen. S. Schön. Vase vielleicht. Ein W. Ich brauche ein V. Ein A. Auf jeden Fall. Ein V vielleicht jetzt. Oh, Spaß. Ja. Hoffen wir mal. E. Ah, wir brauchen unbedingt ein R. Dann haben wir 3 Wörter. R. Ah, natürlich nicht. Warum genau? Probieren wir es nochmal mit einem M. Ein F. Eine Frage, ein O. Ach man, da ein bisschen schneller können wir eigentlich auch machen. Dass wir da fertig kommen.
Wir müssen den Rubbelsonntag ja beenden, auch einmal. Dam, 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 dam! Schande, ey! Was soll denn das? Hast du drei Nüschen? So, was machen wir jetzt? Wir haben noch 2 Euro. Wir machen das Harakiri-Style. Ah, dam, 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 dam. Oh! 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 Ein K noch? Aber immerhin 3 Wörter! Und mit dieser wunderschönen, 5 Wörter, mit diesem wunderschönen Abschluss des Crossword würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Rubbel, Kaiser ist raus. Nicht vergessen, liken, teilen, abonnieren. Für noch mehr Rubbelspaß, kostet euch ja nichts. Und tschüss.